Frühschicht, Flüssiggas, Fotosammlung. Neue Geschichten aus dem Hafen, heute bei Emden TV. Emden TV wird Ihnen präsentiert von der Trend Immobilien GmbH, Ihr Partner für zeitgemäßes Wohnen. Hier ist Emden TV, das Samstagmorgen-Frühstücksfernsehen der Emder Zeitung mit Edzard Wagner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emden TV. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens. Wir sind hier im Außenhafen bei der Anker Schifffahrtsgesellschaft. Hinter uns liegt die Patara, ein Autotransporter, der heute Nacht eingelaufen ist. Hier werden jetzt in den nächsten Stunden einige tausend Fahrzeuge von Bord geholt. Das machen jede Menge Fahrer. Einen davon wollen wir heute begleiten und das ist ein ganz besonderer Mann. Der Patara ist das Löschen schon im vollen Gange. Die Autos werden eins nach dem anderen von Bord gefahren. Und einer, der hier heute im Einsatz ist, den kennen Sie alle ganz gut. Das ist unser Kollege und Tonmann Jannek Bröckelmann. Guten Morgen, Jannek. Wir tauschen jetzt mal sozusagen den Job. Und da bin ich jetzt mit so Jannek ganz kurz. Wie viele Fahrzeuge werden hier heute gelöscht und wie viele Leute sind im Einsatz? Ja, es werden ungefähr 3150 Fahrzeuge gelöscht. Ob das heute alles geschafft wird, ist die andere Frage. Wir sind so ungefähr 100 Leute über zwei Firmen, über EFAG und Anker verteilt, die heute hier beschäftigt sind. Grundlegend werde ich die Fahrzeuge vom Bord fahren, werde dann vom Taxi eingesammelt und aufs Schiff zurückgebracht. Und dann wiederholt sich das bis 14 Uhr bis Schichtende. Auf was musst du achten, wenn du hier mit den Autos unterwegs bist? Ich muss erstmal darauf achten, dass ich nichts beschädige, dass ich nichts dreckig mache. Und vor allem die Straßenverkehrsverordnung, hier ist überall rechts vor links. Es stehen ab und zu Stoppschilder, es wird geblinkt und man fährt so, wie man es offen ist, im öffentlichen Straßenverkehr auch tut. Ich bin eigentlich alles gefahren, was man so fahren kann, über ganz normale Golfs, Polos, bis hin zu Bentleys und Lamborghinis. Porsche fährt man eigentlich fast jeden Tag, wenn man auf Autoport ist. Wir sind jetzt auf B1 zur Tonne 71 gefahren. Wichtig ist hier, dass man mit der Fahrertür am Strich steht. Und jetzt steigen wir wieder in Bulli ein und fahren zurück aufs Schiff. Ja, mein Lieber, 10 nach 8. Bis wann musst du heute noch? Ich muss noch bis 14 Uhr. Bis 14 Uhr, das sind ja jede Menge Autos. Sag mal immer mal ganz kurz, was ist denn nun besser? Tonmann bei Emden TV oder Fahrer hier bei Anker Schifffahrt? Ich sag's mal so, hier werde ich wenigstens bezahlt. Oh, naja, pass auf, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig gemacht heute mit dem Ton. Dir noch eine gute Schicht und bis bald. Sah ganz gut aus, ciao. Sie haben sicherlich auch schon Wartezeit am Bahnübergang Zirxener Straße gehabt und haben die Autozüge vorbeifahren sehen und sich vielleicht gefragt, wo fahren die hin? Hier in den Emder Hafen zur Schiebebühne 2. Wir haben zwei Schiebebühnen hier im VW-Werk. Über diese Schiebebühnen kommen alle Fahrzeuge, die per Bahn Richtung Hafen oder aus dem Hafen kommen, hier drüber hinaus. Wir haben so circa 900.000 bis 1 Million Fahrzeuge, die alleine über die Schiebebühnen reinkommen, die per Bahn reinkommen.
Das sind so um die 20 bis 24 Züge arbeitstäglich, die wir hierher bekommen. Die Schiebebühnen haben einen riesen Vorteil. Früher mussten bei der Strangenladung die Mitarbeiter bis zu 600 Meter über einen Waggon fahren. 600 Meter ist ein Zug. Hier werden die Waggons vereinzelt. Das heißt, es sind nur noch diese 27 bis 31 Meter, die zur Verfügung stehen, wo dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann runterfahren muss. Zusätzlicher Vorteil ist natürlich, man hat eben nicht mehr Schnee oder Eis oder halt auch Regen, weil man hier im geschützten Bereich ist. Ja? Also von daher, es ist für die Qualität, es ist für die Mitarbeiter besser und natürlich für uns zählt die Produktivität. Wir sind bedeutend schneller, einen solchen Zug abzuwickeln mit B- und Entladung. Schaffen wir fast in der halben Zeit wie bei einer Strangenladung. Arbeitstäglich machen wir hier so 300 bis 400 Waggons. Das heißt, das sind 3.000, 4.000 Fahrzeuge arbeitstäglich, die hier reinkommen und 50% werden ungefähr wiederbeladen. Das heißt, so 2.000 Fahrzeuge, die wir wiederbeladen. Alleine per Bahn dann 6.000 Fahrzeuge arbeitstäglich, die wir abwickeln. Wenn sich von hier aus früher die Fähren Richtung Borkum aufmachten, dann waren die schwarzen Dieselrauchfahnen ein markantes Begleitmerkmal. Vieles hat sich inzwischen verändert. Das Zauberwort heißt Liquid Natural Gas, Flüssiggas. Dr. Bernhard Bruns von der AG Ems erzählt, um was es dabei geht. Ja, wir haben uns überlegt, dass aus Nachhaltigkeitsgründen die Ostfriesland ein gutes Schiff ist und im Kern erhalten bleiben soll. Wir wollen aber auf einen moderneren, neuartigen Antrieb setzen. Das muss nochmal für 30 Jahre mitgehen. Und da war einfach das Gefühl, 30 Jahre weiter nur Mineralöl kann nicht richtig sein. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir in der Flotte jemanden haben, der sich mit Gas auskennt. Und deshalb haben wir uns für einen gaselektrischen Antrieb entschieden. Die Vorteile sind ganz klar Umwelteinflüsse. Das Wichtigste ist erstmal Feinstaub. Und das kann hiermit sehr wirkungsvoll vermieden werden, nämlich zu 100%. Und wir haben Schwefel und Stickoxide, die werden zu rund 95% abgebaut gegenüber dem besten Dieselantrieb, die es gibt. Wir sind hier im Maschinenkontrollraum und im Moment ist zu sehen, wie viel Kraftstoff wir noch drin haben, nämlich LNG. Rund 50% ist noch im Tank. Ungefähr einmal in der Woche kommt ein Tankwagen und macht eine volle Ladung in die Schiff leer. Und insgesamt haben wir schon mehrere hundert Tankvorgänge, alle ohne Probleme hier mit hinbekommen. Wir konzipieren ein elektrisches Hafenboot, was als Range Extender eine Methanol-Brennstoffzelle erhalten könnte. Man muss immer gucken, was brauche ich? Brauche ich jetzt einen sehr komplexen Antrieb? Oder ist das Einsatzprofil eher so, dass ich häufig nachtanken kann? Das kann man nämlich. Wir machen ja jede Stunde wieder an der Delftreppe fest. Und da kann ich Plug-in machen. Ich kann also sehr viel elektrisch schaffen. Also im Kern ein elektrisches Hafenboot. Aber um die Reichweite für theoretische Fälle doch nochmal zu erweitern, reden wir da vermutlich von einem Methanol-Ergänzungsantrieb als Range Extender. Mit Buddelbühl und Duckeldampfen da hier mit einem echten Emder Hafenjung und wir sitzen hier recht im Wind. Moin, Manfred Deke. Moin, Herzog. Und der ist hier von Zoll und der tut kein Bier suchen. Von daher muss ich das für den allein suchen. Ich sage ihm Prost. Ja, Prost, mein Jung. Dafür ist mein Buddel auch dann noch. Ja. Ne? Und es ist nicht so windig und nicht so kalt für den Tag. Wir mussten das Schild hier von Ledingheim sogar festholen. Ja, anders gar nicht. Du bist ein echter Emderjung, du bist ein Emder Hafenjung für Tellenbücher. Wo kommst du her? Also, ich bin, so als du sagst, Emderjung. Bin an Hafen groß geworden, mein Ohl, was wir schon wohnt. Da haben wir auch gewohnt in Ringstraat. Und dann sind mein Bruder und ich natürlich auch mal. Ich dachte, Notchko, sind wir dann in den Hafen gegangen und haben dann wie von Kalka spült, Isenmann-Dock, Neptun-Dock. Wir haben alle Sachen gemacht, haben das sogar überlebt, so was man sucht.
Und ja, schwimmen kommen wir natürlich nicht, aber dann mit Flößen dort Hafen, also von daher kenne ich die Hafen. Ich bin jetzt 62, also kann sagen, ein Hellset. Du bist ja sozusagen die Hafen auch treu geblieben. Du bist dann nach Zollgrand. Erzähl ein bisschen über den Krähen. Ja, also ich habe Glück gehabt, dass ich dann wieder noch die Ausbildung wie toll. Ich habe vorher den was anderes gemacht hier. Ich habe ja noch die Nordseewerke Schiphol gelehrt. Okay. Und habe auf Schiphol auch Arbeit. Und konnte dann, denke ich, nach Tachentantik in August wieder nach Emmen kommen. Und bin sie dem hier in Emmen. Wie toll. Ja. Und was ist da deine Aufgabe? Also meine Aufgabe war es damals, also erst hier bin ich in Abfertigungswest, dann bin ich in Hoftoll am Emmenwest. Ich habe Organisation gemacht, von daher habe ich natürlich sag mal, das Ahnen mitkriegen, was sich in Hafen verändert hat. Ja. Und bin jetzt sieht hier nichts und nicht und nicht, ich bin nicht mit Wartetoll, so was man ja auch sucht. Ja, dann immer gedacht mit Kreuze, Rude und Dollet. Wir sind ja nicht nur auf Dollet, sag mal. Wir sind ja mit uns skippen, mit den Emden und die Lüneburg hier. Ja. Und auch mal noch die Jade und die Aug von Wilhelmshaven sind wir im Gebiet von die Elf, Anstörung mit Armeland der Schelling. Also wir sind nicht nur in den Revieren, wir sind auch in Hafen, wir sind auch ab und zu mal hier. Ja. Na, ich sage ja, kundenorientiert. Na, aber wir sind natürlich auch auf die Freisee und morgen Aal wird irgendwie geil. Aal wird irgendwie geil, okay. Dann sage ich noch im Prost, Lennig. Ja, weil Prost. Da kommt nun hell dicke graue Wolken. Ja, wo die Buddel wäre vor. Nee, Glöf, das fängt Fundwehr an zu schneien. Welch Dank, dass du eben hier bist und alle best. Doch nicht für, auch so, alle best. Der Emder Hafen und die Menschen, die in ihm arbeiten, haben immer schon eine große Faszination auf Fotografen ausgeübt. Einer davon war Ludwig Schumacher. Er hat von den späten 40ern bis in die 70er Jahre hinein das Alltagsleben im Emder Hafen festgehalten. Sein Sohn Manfred versucht nun, das väterliche fotografische Erbe zu erschließen. Er war technischer Betriebsleiter bei der Elevatorgesellschaft und dadurch war er kein Tourist, der in den Hafen gekommen ist. Jeder kannte meinen Vater und er konnte mit ihm reden. Dann konnte er teilweise ihn auch sagen, geh mal eben da längs oder es gibt so Aufnahmen wie ein Warschauer, das ist heute undenkbar, in einem Greifer steht und versucht diesen Greifer zu dirigieren. Und das ist auch eine Aktion, die dann sicherlich über eine halbe Stunde oder Stunde gelaufen ist, bis er das richtig im Kasten hat. Ich hatte ja gelegentlich das Glück, meinen Vater begleiten zu dürfen, wenn er mit dem Fotoapparat oder seinen Fotoapparaten unterwegs war. Ich erlebt, wie er da drin aufgegangen ist im Fotografieren. Also da gab es dann nichts mehr drumherum. Passierte dann auch gelegentlich mal, wenn man im Auto fuhr, über Land fuhr, dass er auf die Bremse trat und ohne auf den Verkehr zu achten und dann, weil er eben ein Motiv gesehen hat. Er achtete auf das Licht, er achtete auf die Gegebenheiten und nahm verschiedene Positionen ein, um dann das, was er als inneres Bild sozusagen gesehen hat, aufnehmen zu können. Also was ich mir wünsche, ist erst einmal ganz praktisch das Archiv digital begehbar zu machen. Das heißt im Wesentlichen die Negative, die vorhanden sind, diese 74.000 Bilder, digitalisieren und so an die sogenannten Premium-Bilder heranzukommen, also die erste Wahl seiner Bilder. Und dann überlegen, wenn ich die digitale Zugriff habe, wo ich das Archiv letztendlich lassen kann. Was für ein spannendes zeitgeschichtliches Projekt. Wir wollen uns in jedem Fall aktiv in dessen Umsetzung einbringen. Wir haben auch schon ein paar Ideen, weil es soll ja auch andere ambitionierte Hafenfotografen in dieser Stadt geben, oder? Das war MTV an diesem Samstag. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Emden TV an diesem Samstag. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende.
und beachten Sie das neue Emden TV Magazin in der heutigen Samstagsausgabe der Emder Zeitung. Emden TV wurde Ihnen präsentiert von der Trend Immobilien GmbH, Ihr Partner für zeitgemäßes Wohnen.